Trading by FIFA Stars. Jo Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Trading by FIFA Stars. Und bevor wir in die heutige Folge reinstarten, will ich euch nochmal eine kurze Ankündigung machen. Und zwar werde ich die Coins, die ich hier habe, einfach mal an euch verlosen. Und ich habe mir einfach gedacht, dass ich in jeder Episode jetzt ein paar Coins immer verlose. Denn ich finde es einfach richtig, richtig cool, wie ihr mich in letzter Zeit supportet. Und da denke ich mir, da muss auf jeden Fall was zurückkommen von mir. Und deswegen hier diese Verlosung. Und heute verlose ich einfach mal 20k. Ich weiß, es ist nicht viel. Aber 20k sind auf jeden Fall besser als nichts. Und somit würde ich sagen, dass jeder von euch, also wirklich jeder, 5 Spieler in die Kommentare schreibt, die ihr für 3 Tage reinstellt. Die sollten einen Startpreis von 3.100 haben und einen Sofortkaufpreis von 4.000. Und ja, von irgendeinem werde ich dann alle 5 Spieler abkaufen, das dann auch im nächsten Video reinschneiden. Und ja, Freunde, so sieht's aus. Also das Giveaway, dazu solltet ihr natürlich Abonnent sein und eben in den Kommentaren 5 Spieler nennen, 3 Tage, 3.100 Startpreis und 4.000 Sofortkaufpreis. Und ja, dann würde ich sagen, können wir auch schon mit der heutigen Episode starten. Wir haben hier 18 Objekte verkauft. Die Methode hat also super funktioniert. Wir haben da auf jeden Fall richtig, richtig guten Gaming gemacht. Hier könnt ihr es sehen. Die haben sich richtig gut verkauft. Einer sogar für 1000 Münzen, habt ihr gerade hier gesehen. Der hat sich für 1000 Münzen verkauft zu guter Basis. Auf jeden Fall ein richtig cooler Spieler, auch in Real Life. Und dann würde ich sagen, starten wir mit der heutigen Methode. Und die ist richtig, richtig nice. Habe ich vorher erst herausgefunden und auf meinem Hauptaccount damit getradet. Und ja, Freunde, es geht mit 3 Spielern, also es wird natürlich auch mit mehreren Spielern gehen. Aber ich weiß nicht wieso, aber es funktioniert einfach sehr, sehr gut mit zentralen Mittelfeldspielern. Und es ist einfach so, dass wir einfach Schnäppchen suchen, aber irgendwie geht das richtig, richtig gut zurzeit. Keine Ahnung warum. Euch ist vielleicht schon aufgefallen, dass die Spieler immer teurer werden, also dass viele Spieler jetzt extinkt sind, dass sie einfach nicht mehr auf dem Markt sind. Und deswegen, ja, solltet ihr euch auf jeden Fall auch solche Spieler kaufen, weil zum Beispiel Arjen Robben ist jetzt gerade nicht auf dem Markt gewesen, wo ich das Video jetzt hier aufnehme. Den habe ich mir einfach auf einem anderen Account gekauft und werde ihn dann in ein paar Tagen verkaufen, wenn sich die Price Range erhöht hat. Das solltet ihr auf jeden Fall machen, also kauft euch richtig teure und high-rated Spieler. Und dann würde ich sagen, starten wir gleich mal rein. Also wir haben hier Modric, der kostet um die 8000 Münzen. Ja, hier sehen wir es. Für 8200 kann man ihn auf jeden Fall super verkaufen. Und ja, was wir machen müssen, wir rechnen jetzt 400 Münzen ungefähr ab, 500 Münzen. Sagen wir einfach, wir machen so. Und ja, dann suchen wir einfach und dann filtern wir. Ich denke, die meisten von euch werden das schon kennen und dann findet ihr richtig, richtig schnell einen. Ich wette, jetzt finde ich keinen, weil ich gerade aufnehme. Das ist immer so, sonst findet man immer ganz, ganz viele. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, machen wir das einfach mal. Die weiteren Spieler, mit denen man das machen kann, sind Vidal und Schweinsteiger. Mit vielen weiteren geht das auch, aber dann müsst ihr einfach ausprobieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der Transferliste, wenn ich mir ein paar Modrices, Vidales und Schweinsteigerices ergattert habe. Und da sind wir auch schon wieder auf der Transferliste angelangt und ihr könnt es schon sehen, mit Bastian Schweinsteiger ist es einfach mit Abstand am besten gegangen. Mit Bastian Schweinsteiger hat es am besten funktioniert. Vidal haben wir auch einmal ergattert und Modric auch nur ein mageres Mal. Und somit könnt ihr sehen, mit Bastian Schweinsteiger ging es einfach am besten. Aber ich muss dazu sagen, ich habe es gestern am Abend gemacht, so zwischen 7 und 8 würde ich mal behaupten. Und da ging es auf jeden Fall am allerbesten. Also probiert es auf jeden Fall am Abend aus, denn da sind sehr, sehr viele Spieler im Umlauf. Da spielen die meisten Leute FIFA und da geht es auf jeden Fall am leichtesten, sich Schnäppchen zu holen. Und da würde ich sagen, stellen wir jetzt einfach mal alle Spieler auf den Markt. Und dann sehen wir uns dann nochmal, wenn ich das getan habe. So Freunde, ihr seht schon, 6 Spieler haben sich schon verkauft und dann haben wir noch 9 Spieler. Zum einen haben wir 4 Schweinsteiger, also insgesamt dann 8 Schweinsteiger. Hier hat sich wieder einer verkauft. Sehr, sehr nice Methode auf jeden Fall. Modric haben wir hier dann auch nochmal. Der hat sich auch gerade verkauft. Richtig, richtig nice. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich nochmal wieder, wenn sich alle verkauft haben. So Jungs, und jetzt haben sich alle verkauft, keine 2 Minuten später sind dann alle 15 Objekte weggegangen und hier können wir sehen, alle für unseren vorgegebenen Preis. Da haben wir auf jeden Fall einen ganz ordentlichen Gewinn gemacht. Ich würde sagen, wir haben ungefähr, ja, 10 Minuten getradet und dabei, glaube ich, 7k Gewinn gemacht oder so. Das ist auf jeden Fall keine schlechte Methode, aber wirklich, am Abend funktioniert das besser oder wenn ihr einfach einen Spiel habt, mit dem das einfach richtig, richtig gut geht, dann müsst ihr das auf jeden Fall mal austesten. Und dann will ich euch nochmal schnell aufs kleine Gewinnspiel eben aufmerksam machen. 20k werden von diesen Account Verlust, das habe ich euch am Anfang schon gesagt. Und ich sage euch einfach nochmal, 3100 Startpreis und 4000 Sofortkaufpreis. Schreibt immer einfach 5 Spieler in die Kommentare und von irgendwem werde ich dann alle Spieler abkaufen. Und da würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit der Episode von Trading by FIFA Allstars. Falls ihr mehr Trading sehen wollt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und dann würde ich sagen, war es das mit dem Video und ich verabschiede mich und bedanke mich fürs Zusehen und sage wie immer, ciao Leute, FIFA Allstars.